Ich suche zu dieser Funktion hier eine Tangente, die durch 0, 0 geht und ich zeichne jetzt erstmal y gleich e hoch x, die geht ja hier durch 1 und 1 e hier durch. So, das ist mein e hoch x und jetzt habe ich hier zweimal e hoch x, wird alles verdoppelt. Alles, gehen wir mal dahin, so doppelt, also geht es hier hin, alles doppelt so groß, schneller hoch. Ja, und dann kann ich wieder das, damit ich nicht irritiert bin, das hier wegmachen. Es klappt. Nee, Moment, dahin. Geht das so? Ja, es funktioniert. Gut. Und ich suche jetzt die Tangente, die geht durch 0, 0 durch. Machen wir mal, ja, rot. Hier durch 0, 0 durch und irgendwie da so dran. Ja, Tangente ist ja immer y gleich mx plus t. Weil die durch 0, 0 durchgeht, weiß ich schon, t ist 0. Das heißt, ich habe hier y ist mx. Was ich dummerweise nicht weiß, ist, wo das genau schneidet. Da sage ich mal, das sollen die Punkte a, b sein. Ja, so. Und ich weiß etwas über das m. Ich weiß nämlich, m ist f' von a. Ja, also die Ableitung bei dem a, das ich jetzt leider noch nicht kenne, aber da ist die Ableitung, das ist mein m. Also brauche ich von dem da oben die Ableitung. Wenn f von x gleich 2e hoch x ist, ist f' von x das gleiche. Ja, der Zweier bleibt und e hoch x ist e hoch x. Und dann ist m gleich ja, a einsetzen, ja. 2 mal e hoch a. Das ist mein a. Gut, dann weiß ich also. Y ist 2e hoch a mal x. So viel weiß ich. Das ist die Funktion, das ist die, also das ist jetzt fast die Tangente, noch nicht so ganz, weil das a kenne ich jetzt noch nicht. Aber ich muss jetzt noch eine weitere Information von dem a wissen. Also ich habe diesen Punkt P, A, B und B ist ja B gleich, so nicht das B, das B. B ist f von a, das heißt, b ist 2e hoch a. Ja. Und ich male da immer so drunter x, y, also das, wenn das mein y ist, ja, dann ist es also hier, das ist mein x und das b ist mein y und dann kann ich das nämlich hier einsetzen, so das y kann ich einsetzen und das a als x einsetzen. So, das A als X einsetzen und mit dieser Information kriege ich mein A vielleicht raus. Ein bisschen wenig Platz, geht schon noch. So, also Y 2e hoch A gleich 2e hoch A mal A. Ja, dann dividiert durch e hoch A, dann fällt das weg. Muss ja darüber ausweichen und dann habe ich komplett weg. Ja, 1 gleich A, ui, A ist 1. Das heißt, ungefähr so, wie es auch in dieser Skizze ist. Bei A, ja, und 2e findet sich also habe ich jetzt die Tangente. Wenn a gleich 1 ist, dann, ich muss jetzt hier Platz schaffen, damit ich es jetzt hinkriege, dann lautet die Gleichung der gesuchten Tangente in ganzer Pracht, lautet y gleich 2 mal e mal x. Das ist 2 mal 2,7, also ein bisschen unter 6. Die Steigung ist ziemlich steil. Ja, es passt, passt, passt alles schön. Gut. Okay.